Zwischen Dänemark und Deutschland entsteht eine neue, feste Verbindung. Der 18 Kilometer lange Fehmarn Bält-Tunnel wird der längste Absenktunnel der Welt. Der Tunnel wird in einzelnen Elementen an Land gefertigt. Anschließend werden sie auf den Meeresboden abgesenkt und dort verbunden. Auf beiden Seiten des Fehmarnbelts entstehen Tunnelportale, die von temporären Deichen geschützt werden. Bevor das erste Tunnelelement an das fertige Portal angedockt wird, wird der äußere Deich entfernt. Schlepper transportieren die fertigen Tunnelelemente von der Fabrik in Rødbyhavn an die endgültige Position. Das Absenken wird von einem Spezialschiff durchgeführt und von der Crew überwacht. Ein Tunnelelement wiegt 73.000 Tonnen und ist mit Ballasttanks ausgerüstet. Diese werden mit Wasser gefüllt, um das Element während des Absenkvorgangs exakt ausbalancieren zu können. Mit Hilfe von Sensoren auf dem Meeresboden und dem vorherigen Element kann die Position des Elements mit einer Präzision von bis zu 12 mm ermittelt werden. Ein Stahlträger auf dem Element rastet in einen Y-förmigen Bügel auf dem vorherigen Element ein und fixiert so die horizontale Position. Danach ziehen hydraulische Arme die beiden Elemente fest zusammen. Das zwischen den Elementen eingeschlossene Wasser wird herausgepumpt. Dadurch entsteht ein großer Unterdruck, der die Elemente weiter zusammenpresst. Die äußere Gummidichtung ist nun stark zusammengedrückt. Die Elemente sind wasserdicht verbunden. Jetzt kann die innere Gummidichtung eingebaut werden. Die beiden Gummidichtungen verschließen den Tunnel, ohne dass Wasser eindringt. Zugleich sind sie flexibel genug, um Ausdehnungen bei schwankenden Wassertemperaturen zu kompensieren. Wenn zwei Tunnelelemente vollständig verbunden sind, folgt die technische Ausrüstung des Tunnels. Mehrere hundert Fachleute werden gleichzeitig von dänischer und deutscher Seite am Tunnel arbeiten. Wenn ein Team seine Aufgabe beendet hat, rückt es weiter in den Tunnel vor und ein neues Team übernimmt den entsprechenden Abschnitt. Der Fehmarnbelt-Tunnel wird sowohl von deutscher als auch von dänischer Seite ausgebaut. Wenn die beiden Tunnelteile zusammentreffen, schließt ein spezielles Abschlusselement die letzte Lücke des Tunnels. Der längste Absenktunnel der Welt wird 2029 fertiggestellt. Wir arbeiten dran.